Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Bemenji Drive. Es tut mir leid, dass gestern keine Folge kam, ich hatte keine Zeit, denn ich muss ja vorproduzieren. Ich bin ja das Wochenende nicht hier, sondern in Köln bei ESL One Cologne 2017 und es ist momentan Donnerstag, 23.39 Uhr und ich fliege morgen um, morgen um 4.15 Uhr muss ich aufstehen und ich muss noch 3 Folgen Bemenji machen, rendern und hochladen. Das dauert also noch eine Stunde oder so, ein bisschen länger wahrscheinlich. Also kriege ich saftiger 3 Stunden Schlaf oder so. Aber scheiß drauf. Bin ja nur bis 2 Uhr dann am nächsten Tag wach oder so. Aber jedenfalls. Wir wollen hier mal in diesem Szenario versuchen, den Moonhawk zu zerstören. Das ist unsere Mission. Egal was passiert, wir haben 2 Minuten dafür. Und wir sind bei fast schon einer Minute. Und ich muss sagen, der ist ganz schön schnell unterwegs. Der macht aber einen kleinen Fehler. Jetzt haben wir Geschwindigkeitsüberschuss. Und wir können ihn da schon mal tappen von hinten. So, jetzt sehen wir nicht mehr, weil er bremst, er kriegt die Kurve aber nicht. Oh, wir kriegen sie, aber wir rutschen weg. So, und dann erstmal voll von vorne rammen. So, er knallt hinten nochmal gegen. Wollen wir gleich auch nochmal gegen stupsen. Okay, jetzt gibt's Rückwärts-Action. Und J-Turn. So, der Heck ist offen. Alles klar. So, er ist aber immer noch nicht Schrott. Wir müssen ihn schrotten. Wir müssen ihn nicht nur wegleiten, sondern schrotten. So, er fährt immer noch nämlich ziemlich ordentlich durch unsere Klappe, wobbelt ganz fröhlich hin und her. Aber dafür, dass wir so einen harten Aufschlag hatten, geht es eigentlich unserem Heck ziemlich gut, muss ich sagen. So. Okay, jetzt können wir hier vielleicht nochmal... Ich muss auf dem Gas bleiben. Nein! Oh. Autsch. Er hat unser Dach abgerissen. Probieren wir das nochmal, weil das schafft man nicht mehr. So. Gut, 2 Minuten, um ihn komplett zu zerstören. Ich weiß nicht, ob das eine Abkürzung ist. Ja, ist es. Einfach rüberfahren, dann kann man schon mal einiges machen. Und wir springen hier immer noch rum, als würden wir ihn besteigen wollen. Das Problem ist, wir haben unser Rad beschädigt unten links. Das heißt, wir lenken nicht mehr ganz so geil. Wir fahren immer eine Kurve. So, aber trotzdem Geschwindigkeit kaum. Komm, ja, nein, zieh! Jetzt zieht er uns weg, scheiße. Nicht du, wir sollen ziehen. Unser Moonhawk, unser Roma, du hast den Moonhawk. Ich glaube, den kriegen wir nicht, ich muss konstant dagegen halten. Oh, und ich habe jetzt ein bisschen zu viel dagegen gehalten. Gut, wieder mal klassisch. So. Werden wir jetzt einfach mal nicht hier links rüberfahren. Übrigens, ich muss eine kleine Korrektur machen zu meiner Aussage von gestern. Ich hatte vergessen, was zu erwähnen. Ist mir erst heute Ist mir erst heute eingefallen, dass ich das vergessen habe zu erwähnen. Es tut mir sehr leid. Ich hatte das aber in der Vergangenheit schon mal gesagt. Also kann ich mir so ein bisschen rausreden. Ich habe ja gesagt, ich starte dann ab nächster Woche, basierend auf den Aufnahmen in Köln für ESL One Cologne. Nämlich so ein Vlog- und Auto-Channel-mäßig. Am Anfang noch Vlog, weil ich dann noch kein Auto habe. Aber was sagt? September habe ich ein Auto, damit das darum fokussiert sein. Okay. Auf jeden Fall, die Sache, die ich vergessen habe zu erzählen, ist etwas signifikant für die meisten von euch, denke ich. Wo ist denn der lang? Keine Ahnung. Aber ist er kaputt? Hat er sich geschrottet? Nee. Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die signifikante Sache dazu ist, dass der Kanal nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch wird er sein. Ganz simpel und einfach, Leute. Für die, die es noch nicht wissen, ich will ja nächstes Jahr dann in die USA gehen. Und es ist ganz praktisch, wenn ich da YouTube-technisch meine Vorarbeit leiste. Aber keine Sorge, es heißt nicht, alle Vlogs werden auf Englisch sein. Ich werde auch immer mal wieder Vlogs machen, die ich so in beiden Sprachen, also wo ich sozusagen 2 Videos mache. Halt eben den Standard-Vlog für den englischen Vlog-Kanal und aber auch gleichzeitig eine Variante, einen deutschen Vlog mache für den deutschen Kanal, der hier hochgeladen wird. Also ihr kriegt auch jetzt ab und zu mal wieder Vlogs. Nicht ganz so viele wie auf dem englischen Kanal, weil es einfach zu häufig, also zu viel Arbeit ist, dauerhaft immer alle Vlogs doppelt zu machen. Aber ab und zu kann ich das machen. Und ja, also keine Sorge, nur weil der Kanal auf Englisch ist, kriegt ihr, heißt es nicht, dass ihr keine Vlogs hier kriegt. Ihr kriegt noch einige. Ihr kriegt ganz viele, aber halt eben nicht ganz so viele wie auf Englisch. Wenn ihr mehr wollt, müsst ihr einfach da aufkommen. Ich denke, das ist aber okay, oder?
So, währenddessen wollen wir weiter versuchen, den Roma zu zerstören. Jetzt kommt. Perfektes Timing. Oh, das war jetzt weniger gut. Und haben wir uns gestuckt. Das ist verdammt schwer, mit dem Roma den zu zerstören. Warte, ich will mal gucken. Haben wir irgendwie einen besseren Motor irgendwo? Aber einen Supercharger haben wir doch bestimmt noch. Ja, Stage 3 Supercharger. Danke sehr. So, probieren wir nochmal. Jetzt dürfen wir nämlich um einiges besser abgehen. Ja, yep, Burnout. Oh Gott. Okay, da muss ich natürlich jetzt auch noch mit umgehen können. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall die Geschwindigkeit, die wir brauchen, um den mit dem fertig zu werden. Auch wenn nur der Motor upgraded ist und nichts anderes. Das heißt, ich muss aufpassen. Aber wir haben es jetzt auf jeden Fall um einiges leichter. Und wir können ihn jetzt seitlich rammen, indem wir einfach driften. Komm schon. Und wir müssen keine Sorge haben, dass er uns abhaut. Weil wir einfach durchbrettern können. Wir müssen uns noch einmal ausrichten. So. Und jetzt werden wir nämlich schnell. Unser Motor ist viel zu heiß, aber scheiß drauf. Und da zerstören wir den Moonhawk. Gucken wir uns den mal an. Wie sieht er aus? Ja, der ist auf jeden Fall schrott. Jetzt haben wir es geschafft, ihn zu schrotten. Das müsste ziemlich cool aussehen. Wartet kurz. Ich weiß, ihr mögt das nicht. Ich will das aber mal kurz. Das gibt nämlich. Vertraut mir. Das kann ein richtig cooles Bild geben. Ein richtig cooles Bild. Aber das ist schon weit weg, oder? Na, bisschen weniger Roll. So, ist ein bisschen behind the scenes jetzt. Da seht ihr mal, wie ich das mache. So, ein bisschen weiter weg. 5,5 ist halt extrem wenig. Bisschen mehr brauchen wir schon. So, damit wir jetzt die Schatten haben. So, naja, okay. Auf jeden Fall, das können wir jetzt gleich hier nochmal machen. Wenn wir jetzt schon unseren 707 PS Wagen haben. So, machen wir mal Allrad aus. Jetzt haben wir nur Heckantrieb. Upala, jetzt können wir Donuts machen, auch wenn das nicht der Sinn dahinter ist. Okay, vielleicht ist Heckantrieb doch nicht so der gute. Gute Idee. Rangebox low. Oh, können wir gleich hier losbrettern. Und dem direkt ins Heck fahren. So, ich weiß nicht, wie viel PS wir haben. Wir haben auf jeden Fall ganz schön viel. Oh, oh, und der... okay, er wendet. Damit habe ich nicht gerechnet, aber jetzt haben wir ihn ganz schön böse an dem Baum zerstört. Und uns auch noch gedreht. Okay, gilt das trotzdem? Weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe, es gilt. Okay, you got stuck. Nee. Das hat nicht gereicht. Oh, jetzt können wir aber links nochmal rüber versuchen, weil wir jetzt mehr Power haben. Und... nicht so weit links. Okay, das... 3, 2, 1. Und den müssen wir einmal ausrichten. Oh, und einfach einmal glatt über die Motorhaube. Da müssten wir das besser abtimen, aber egal, wir werden es noch einmal von timen. Von hier probieren. Oh, da wollte der Gas. Wollte es nicht Gas geben. So, rum. Okay. Und bremsen. Oh, Kurve kriegen. Okay, schön kontrollieren die ganzen PS, die wir haben. Au, au. Okay, so viel dazu. Ha. Wir müssen den noch irgendwie ganz leicht kriegen können, oder? So, hier den Start. Den wollen wir nicht direkt ins Heck fahren. Und klick. Alles klar. Hallo. Machen wir unsere Lichter an. Und drücken wir ihn mal rein. Ich weiß nicht, ist es jetzt, dass wir stuck sind oder er stuck ist. Weil wenn wir jetzt verlieren, wäre es ja unnütz. Oh, wow. Wir waren angeblich stuck. Naja, war nicht ganz so der Fall. Aber auf jeden Fall, das war's dann eigentlich mit der heutigen BeamNG-Folge. Wie gesagt, tut mir leid, dass keine gestern kam. Und ich denke, ich bin ja direkt fleißig am Vlog machen. Übrigens,
Empfehlung des Hauses, folgt mir auf Twitter und auf Instagram und Links in der Beschreibung. Da kriegt ihr ziemlich in nächster Zeit einige Posts wahrscheinlich, weil ich jetzt dauerhaft irgendwo verreist bin und das heißt, ich werde sehr viel Zeit auf Twitter und Facebook und Instagram verbringen. Also direkt Link in der Beschreibung folgen und mir auf Instagram und Twitter folgen und neueste Posts sehen. Und der Channel werde ich dann ab nächster Woche wahrscheinlich, wenn die ersten Vlogs kommen. Das heißt, die werde ich dann auch verlinken und werde dazu auch noch ein Video machen. Gut, so viel dazu. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei TCG. Ciao.